Sie sind hier 8. Januar 2019, 0.08 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Thomas Hitzlsperger lobt den Weg des Fußballs im Kampf gegen Homophobie. Urheberrecht Getty Images. Thomas Hitzlsperger ist erfreut über den Weg des Fußballs im Kampf gegen Homophobie. Man habe eine ganz andere Gesprächsebene gefunden. 5 Jahre nach seinem Coming-out sieht der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im Kampf gegen Homophobie im Fußball Fortschritte. Das Thema sexuelle Vielfalt sei heute nicht mehr so stark tabuisiert wie noch vor 5 Jahren, sagte Hitzlsperger der ARD Radio Recherche Sport. Es gibt, glaube ich, jetzt eine ganz andere Gesprächsebene. Hitzlsperger, beim Deutschen Fußballbund DFB Botschafter für Vielfalt, machte sich zudem erneut dafür stark, dass weitere Sportler seinem Beispiel folgen und sich zu ihrer Homosexualität bekennen. Hitzlsperger Aufklärungsarbeit leisten, alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sollten ermutigende Worte sprechen. Ich würde mir da einen positiveren Ansatz wünschen. Also, da muss man vielleicht auch noch ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, betonte Hitzlsperger, der zudem Präsidiumsmitglied des VfB Stuttgart ist. Druck oder Beschimpfungen von Seiten der Fans befürchtet der 36-Jährige, der seine Homosexualität am 8. Januar 2014 öffentlich gemacht hatte, dabei nicht. Ich glaube, dass die Fankurven definitiv nicht das Problem sind, sagte er, im Gegenteil, Fußballfans seien mittlerweile viel aufgeklärter, viel aufgeschlossener. Diese Ansicht teilt Peter Fischer, Präsident des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, nicht. Für ein Coming-out eines aktiven Profis sei die Zeit noch nicht reif, sagte Fischer, auch wenn ihm das traurig mache und er sich für die Gesellschaft schäme. Von Sportinformationsdienst.